Gedanken zum Heiligen Grab und zum Karsamstag. Liebe Mitchristen in Mering, zu den besonders eindrucksvollen Erfahrungen von Jerusalem-Pilgern gehört es, eine Nacht in der Grabeskirche zu verbringen. Der Journalist und Fernsehmoderator Stefan Gödde hat sich darauf eingelassen. In seinem ganz persönlich geprägten Reiseführer berichtet er von dem, was er dort erlebt hat. Während die zahlreichen Pilger und Touristen am Tag eine große Unruhe verbreiten, versinkt der Raum der Grabeskirche nach kurzen Aufräum- und Reinigungsarbeiten in tiefe Stille. Um 23.30 Uhr aber läuten plötzlich die Glocken innerhalb der Kirche. Nun beginnen die einzelnen Konfessionen nacheinander ihre Liturgien abzuhalten. Jede Glaubensrichtung in ihrer besonderen Tradition mit ihren eigenen und für unser Ohr oft fremdartigen Gesängen. So beschreibt das Stefan Gödde in seinem Buch Nice to Meet You, Jerusalem. Dass hier in der Grabeskirche geradezu eifersüchtig über die Zeiten und Orte gewacht wird, die den verschiedenen Gemeinschaften für die je eigenen Gottesdienste zustehen, mag man als Zeichen der Trennung der Christenheit bedauern. Dass es allerdings allen wichtig ist, Nacht für Nacht gerade hier zu beten, zeigt die Einmaligkeit des Ortes und des hier verorteten Geschehens der Heilsgeschichte. Dabei wird die Grabeskirche zu Recht in der Orthodoxie auch als Auferstehungskirche bezeichnet. Denn hier geht es nicht nur um den Tod Jesu, den wir heute begehen, sondern auch um die Botschaft, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern vom Vater auferweckt wurde und in ein neues Leben auferstanden ist. Wer sich am Abend in der Grabeskirche einschließen lässt und die Nacht wachend am Heiligen Grab verbringt, so wie Sie jetzt auch eingeladen sind, hier an diesem Heiligen Grab in Mering auszuharren, wird auf einmalige Weise eingeladen, die Mitte unseres Glaubens zu betrachten und auf den zu schauen, von dem wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, er sei gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die Liturgie der Kirche feiert am Karfreitag, dass Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben ist. Dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, bildet die Mitte der Botschaft der Osternacht. Ohne große Gemeindeliturgie steht dagegen die Zeit zwischen dem Karfreitagsnachmittag und der Osternacht. Dieser Abend und der morgige Karsamstag und das Bekenntnis, der gekreuzigte, gestorbene und begrabene sei hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dabei lädt das heilige Grab, lädt der Karsamstag geradezu dazu ein, geistig in die Grabeskirche einzutreten, aber nicht nur nach Golgotha und auf den Salbungsstein zu schauen oder sich allzu schnell über das leere Grab zu freuen, sondern vielmehr das Grab als das zu betrachten, was es immer zuerst ist. Der Ort, wo der Leichnam des gekreuzigten und verstorbenen Herrn bestattet worden ist. Das heilige Grab und der Karsamstag ist nicht nur der zeitlich notwendige Abstand zwischen Tod und Auferstehung, damit die Auferstehung am dritten Tag nach alttestamentlichem Vorbild als das Handeln Gottes aufscheinen mag. Der Karsamstag und das Heilige Grab bekommen vielmehr durch die Formulierungen im apostolischen Glaubensbekenntnis einen eigenen Akzent, der für die Theologie und für unser geistliches Leben sehr fruchtbar sein kann. Dass alle Menschen sterben müssen, gehört zu den Tatsachen, die wir zwar im Alltag verdrängen können, an deren Unausweichlichkeit aber kein Zweifel besteht. Wenn Jesus Mensch war wie wir, dann musste er auch sterben. Sterben meint aber nicht nur den Vorgang des Lebensendes,
sondern findet sein Ziel erst dort, wo der Mensch gerade nicht mehr am irdischen Leben teilhat. Wenn wir gestorben sind, sind wir tot. Unser irdisches Leben ist definitiv zu Ende. Eine Rückkehr in diese Existenzweise ist nicht möglich. Die Totenerweckungen, von denen die Evangelien berichten, sind unter diesem Gesichtspunkt nicht wirkliche Überwindungen des Todes, sondern nur Lebensverlängerungen. Insofern der Tod offensichtlich noch nicht absolut irreversibel war, sind die Totenerweckungen, beispielsweise des Lazarus oder des Mädchens von Jesus geheilt, eher eine Aufhebung des Sterbevorgangs, ein Zurückholen von Menschen, deren Vitalfunktionen so zurückgegangen waren, dass die Umstehenden kein Leben mehr erkennen konnten. Bei der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus sagt Jesus sogar ausdrücklich, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Vergleichen Sie Markus 5,39. Und selbst Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag und bei dem nach Einschätzung seiner Schwester schon der Geruch der Verwesung wahrzunehmen war, vergleichen Sie Johannes 11,39, war offensichtlich nicht irreversibel tot. Auferweckung des Lazarus bedeutet, er kam zurück in dieses irdische Leben. Er durfte noch eine Zeit lang leben, am Ende aber ist er dann doch endgültig gestorben. Ein solch reversibles, vorläufiges Sterben wäre im Blick auf Jesus und seine Auferstehung zu wenig. Er war wirklich unumkehrbar tot. Darin kommt eine erste Bedeutungsebene der Aussage, er sei hinabgestiegen in das Reich des Todes zum Ausdruck. Alle Vorstellungen, Jesus sei nur scheintot gewesen, er habe gleichsam nur eine Auszeit genommen, um dann wieder in das alte Leben zurückzukehren, greifen zu kurz. Als wahrer Mensch hat er den Tod erleiden müssen. Ihm ist wie jedem Menschen das Leben genommen worden. Er hat Teil an der Negation und Aufhebung des irdischen Lebens. Er hat aufgehört, Teil der irdischen Welt zu sein, und er gehört zu all denen, die vorher gelebt haben und gestorben sind. Das Bekenntnis, dass Jesu irdisches Leben irreversibel zu Ende war, gehört für uns Christen zwingend zum Glauben an unsere Erlösung. Es ist verführerisch, vom Karfreitag sofort in die Osternacht zu wechseln und damit dem Tod Jesu seine Endgültigkeit und Unbegreiflichkeit zu nehmen. Der Tod Jesu stellt seine ganze Botschaft in Frage. Das heilige Grab und dann auch der Karsamstag laden uns ein, innezuhalten und auf dieses geschlossene Grab zu schauen, sich des toten Jesus bewusst zu bleiben. Und das wirft mehr Fragen auf, als es Antworten anbietet. War alles umsonst? War Jesus doch nur ein Träumer oder gar ein Verführer mit einer Lehre, die am Ende nicht trägt? Aber das gilt nicht nur im Blick auf Jesu Sterben. Es gilt auch im Blick auf unser Sterben. Was kommt danach? Wir fallen in das Dunkel der Nacht. Jenseits des Todes ist eine Welt, in der noch niemand war und von der wir nichts wissen. Wir gehen in das Nichts, in die Nicht-mehr-Welt und in das Nicht-mehr-Leben. Was diese Aufhebung dieser unserer Welt bedeutet und was die Aufhebung dieses unseres irdischen Lebens bedeutet, wissen wir nicht. Diese Ungewissheit gilt es auszuhalten. Tatsächlich können wir die Angst vor dem Sterben von der Angst vor dem Tod unterscheiden. Das eine ist die Angst vor den Schmerzen und den Ängsten, die mit dem Ende des Lebens verbunden sind. Das andere ist die Angst vor dem, was dann kommt. Der Karsamstag erinnert daran,
dass diese Zukunft für uns Menschen dunkel, leer und undurchschaubar ist. Auch wir werden hinabsteigen in das Reich des Todes und können mit unseren innerweltlichen Erfahrungen nicht wirklich positiv sagen, was das bedeutet. Der Karsamstag warnt gleichsam vor schnellen Antworten, die dem Ernst des Todes und dem Geheimnis des Lebens nicht gerecht werden. Bei unseren Vorstellungen von Auferstehung und ewigem Leben bleiben wir angewiesen auf menschliche und irdische Bilder. Aber im Licht des Karsamstags, oder besser gesagt, im Dunkel des Karsamstags, in der dunklen Stunde dieser Betrachtung des Heiligen Grabs, kann deutlich werden, dass diese Bilder niemals ganz sachgerecht sind. Faktisch enthalten sie die Gefahr, dass wir Auferstehung und ewiges Leben als die leicht verbesserte Verlängerung unseres irdischen Lebens verstehen. Der endgültige Einschnitt, an dem der Karsamstag erinnert, zeigt, dass Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung nicht einfach nur Wiederherstellung und Verlängerung des Vergangenen sein können. Insofern stört das heilige Grab, stört der Karsamstag, das Hinabsteigen in das Reich des Todes massiv die vermeintlich klaren Bilder unserer Vorstellungen von Auferstehung und von Ewigkeit. Die Aussage des apostolischen Glaubensbekenntnisses "hinabgestiegen in das Reich des Todes" wird im vierten Hochgebetstext des Messbuchs inhaltlich auch aufgegriffen. Dort heißt es: "Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern." Jesu Abstieg in das Reich des Todes ist auch sein Gehen zu denen, die vor ihm gelebt haben. Sein Erlösungshandeln, seine Erlöserschaft gilt also nicht nur seinen zeitgenössischen Jüngern und uns, die wir dann später geboren werden. Wenn er zu den bereits Verstorbenen geht, zu den Vätern und Müttern im Glauben, kommt er auch zu ihnen als der Erlöser. Das Bekenntnis zum Abstieg in das Reich des Todes ist insofern Ausdruck des Erlösungsglaubens für alle Menschen. Auch wenn das Christusereignis an einem bestimmten Punkt in der Geschichte seinen Ort hat, wenn er an einem bestimmten Punkt in dieser Zeit gelebt, gelitten, gestorben und begraben worden ist, so ist es doch zugleich universal für die Menschen aller Zeiten. Keiner wird von der Auferstehung ausgespart. Bereits im ersten Petrusbrief ist dieser Gedanke grundgelegt, wenn dort steht, und zwar im dritten Kapitel: "Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinzuführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet wurde, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt." Und wenige Verse später, im vierten Kapitel des ersten Petrusbriefes, können wir lesen: "Denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie zwar wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist." Der Hinabstieg in das Reich des Todes und der Toten ist manchmal als ein aktiver Kampf Jesu gegen die Mächte der Unterwelt verstanden worden. Eine solche Vorstellung ist mythologisch und von der vermeintlichen Notwendigkeit bestimmt, dass Gott sich gegen die gottfeindlichen Mächte durchsetzen muss. Das dürfte allerdings den biblischen Aussagen und dem gesamten Bild der Offenbarung nicht gerecht werden. Auch der an sich schöne Gedanke, dass Jesus im Tod der souverän Handelnde bleibt, ist nicht ungefährlich, weil mit ihm der endgültige und existenziell anzunehmende Tod, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Jesus wirklich richtig tot war, relativiert wird.
Insofern auch die Auferstehung Jesu nicht seine souveräne Tat und Leistung ist, sondern Gottes Handeln an ihm, ist in der Verkündigung des Evangeliums an die Toten ebenfalls das Werk Gottes zu sehen. Der Mönch Bernhardin Schellenberger hat vor vielen Jahren den Karsamstag als den Tag im Kirchenjahr benannt, in dem er sich, er war damals Trappist, mit seiner Erfahrung von Gott und von der Welt und mit seiner Berufung am besten wiederfinden würde. Vielleicht aber haben nicht nur kontemplative Mönche, sondern viele Menschen zumindest immer mal wieder solche Glaubenserfahrungen, die in besonderer Weise im Karsamstag ihren Ausdruck finden. Der Karsamstag ist gerade nicht der Tag des lauten, selbstgewissen Glaubens. Die Glocken läuten gerade nicht in alle Welt hinein. Eher machen es die Ratschen kund, dass da etwas Besonderes, etwas Eigentümliches, etwas ganz anderes geschieht und geschehen ist. Die Jünger, so können wir sagen, hatten am Karsamstag gerade nichts verstanden, denn sie standen vor dem Scheitern ihrer Hoffnung. Ihr Hoffnungsträger war am Kreuz geendet. Was hatten sie jetzt noch in der Hand? Woran konnten sie sich orientieren? War es nicht unvernünftig, an eine Zukunft mit einem Toten zu glauben? Es kann nicht verwundern, wenn solche Fragen und Glaubenszweifel auch in unserem Leben auftauchen. In früheren Zeiten hätten sich fromme Christen solche Gedanken geradezu verboten, weil Glaube in nachvolkskirchlicher Zeit nicht mehr der gesellschaftliche Normalzustand ist, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass jeder einfach so glaubt, sind wir in ganz anderer Weise gezwungen, uns immer wieder auch Rechenschaft über unseren eigenen Glauben zu geben. Da kann es nicht ausbleiben, dass die Plausibilität und die Tragfähigkeit unserer ganz traditionellen Bekenntnisse und Aussagen dem Einzelnen, mir und dir immer wieder zur Frage werden. So wie die Jünger am Karsamstag ohne klare Glaubensaussagen und ohne tragfähige Bilder leben mussten, so empfinden vielleicht auch wir gelegentlich unseren Glauben. Eine Gemengelage von Enttäuschung und Trauer, von Suchen und Hoffen. Der Karsamstag blieb den Jüngern nicht erspart. Er kann auch zu unserem Leben gehören. Denn wenn der Karsamstag keine sinnenfreudige Liturgie zur Verfügung stellt, sondern uns zurückwirft auf die schlichten Worte der Heiligen Schrift, kann er zum Bild eines Glaubens werden, der die Brüchigkeit und die Fehlerhaftigkeit vieler Bilder und Vorstellungen ernst nimmt und ein ganz nackter Glaube ist. Das heißt, nur noch Beziehung zu dem, den wir nie besitzen und in der Hand haben, sondern der sich unserem intellektuellen, verstandesmäßigen Zugriff entzieht und auch entziehen muss, weil er als Gott immer der ganz andere ist und nicht nur irgendwo eine Funktion unserer religiösen Bedürfnisse darstellt. Die mittelalterliche Überlieferung sah in Maria die einzige, die am Karsamstag in Treue zu ihrem Sohn stand. Auch sie hat nicht mehr gewusst als die Jünger und auch sie dürfte nicht mehr verstanden haben als diese. Aber ihr Vertrauen auf ihren Sohn blieb über dessen Tod hinaus lebendig. Wie Maria am Karsamstag glauben, das könnte bedeuten, dass wir uns in Treue zu Jesus bekennen, gerade auch, wenn uns die dunklen Erfahrungen unseres Lebens die Rede vom guten und allmächtigen Gott schwer machen oder sogar unsinnig erscheinen lassen. Denn der tiefste Kern des Glaubens ist nicht die Zustimmung zu einer Fülle von Glaubenswahrheiten, Glaubensaussagen und dogmatischen Formulierungen,
sondern der tiefste Kern unseres Glaubens ist das Vertrauen auf Gott selbst und auf seinen Sohn Jesus Christus. Das lässt uns in der Dunkelheit dieser Nacht und in der Traurigkeit des Karsamstags aushalten, Hoffnung schöpfen. Diese dunklen Perspektiven des Heiligen Grabs und des Karsamstags gilt es anzunehmen und nicht einfach nur auszublenden. Dabei aber das Vertrauen auf den Erlöser und auf die Erlösung nicht zu verlieren, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Die Wahrnehmung der menschlichen Grenzen und die Rückschläge bei allem, was wir in unserem Leben tun, dürfen uns nicht mutlos und hoffnungslos machen. Der Karsamstag bleibt Karsamstag, aber Treue, Glaube und Hoffnung bleiben möglich. Es zeichnet uns als Christen aus, dass wir in den verschiedensten Ebenen und Dimensionen unserer weltlichen Existenz helfen wollen und auch helfen. Und Gottlob können wir auch häufig sehen, dass diese Unterstützung anderer wirklich ankommt. Wir investieren in Menschlichkeit und wir wissen trotzdem, dass wir nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Das müssen wir auch nicht. Denn weil der Ostermorgen noch nicht endgültig angebrochen ist, weil wir noch am Karsamstag leben und unsere Kraft nicht aus dem Schauen kommt, sondern immer wieder aus der Hoffnung erwachsen muss, dass Gott selbst das Schicksal wenden wird, müssen wir auch nicht vollkommen und vollendet sein und uns auch nicht vormachen, dass das hier in dieser Zeit, die vom Tod umgeben, auf den Tod zusteuernd ist, gelingen könnte. Das Heilige Grab und der Karsamstag verkünden die Bereitschaft Jesu, in das Reich des Todes einzutreten und sich ganz in das Nichts zu begeben, aus dem nur Gott retten kann. Aus dieser Haltung heraus kann die Kraft wachsen, die unlösbaren Situationen unseres Lebens und unserer Welt anzunehmen und sich ihnen auszusetzen. Nicht zu fliehen, sondern das zu tun, was uns möglich ist. Die Zustimmung zum Karsamstag, die Zustimmung, dass es ein Grab gibt für Jesus und für uns, ist deshalb nicht Flucht aus der Welt, sondern die Bereitschaft, am geschlossenen Grab auszuharren und auch die Dunkelheiten des Lebens auszuhalten. So enthält dieser dunkle und leise Tag des Jahres Impulse für den christlichen Glauben, für unser Leben. Und so wollen wir diese Grabwache halten, still in unseren Häusern, eine Kerze entzünden, wie die Kerzen, die jetzt vom Heiligen Grab in Mering brennen. Und wir wollen still für uns, in unseren Häusern, für die Anliegen der Kirche in der ganzen Welt, für die Kranken, für die Sterbenden und vor allen Dingen für die Verstorbenen beten, die von Christus, so hoffen wir, zum neuen Leben geführt werden. Nicht zu einer Verlängerung der irdischen Existenz, sondern zu einem ewigen, heilen und lichten Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Amen.